Rage. Tut mir so leid. Nachtragend. Du hast das Seil durchgetrennt. Zurückhaltend. Du hattest keine Wahl. Du hast das Seil durchgetrennt. Warum? Oh. Du kappst es und lässt mich verrotten? Das musste sein. Wir wären beide tot. Du musst das verstehen. Können wir? Beziehung aktualisiert. Darf man schauen? Rachel. Schlug Eric und beschuldigte ihn, das Seil durchgeschnitten zu haben. Rachel versprach nicht, Eric zur rechten Zeit von ihrer Affäre zu erzählen. Das ist, glaube ich, doch nicht passiert, oder? Wow. Also unten? Ich muss gerade überlegen. Einer von beiden ist der Normalweg, weiß aber nicht welcher. Gut. Er ist es, oder? Sie sind nicht der hellste, Nick, aber selbst Sie müssen das verstehen. Ihr beide vögelt doch, oder? Das reicht jetzt mal. Hörst du nicht drauf? Hört auf! Er ist es, Rachel. Ich weiß es. Halten Sie den Mund, sonst schlage ich zu. Colonel hin, Colonel her. Nicht Nick. Ernst, ich wollte nicht mehr warten. Einfühlsam. Ich wollte warten. Ich wollte warten, Eric. Ganz ehrlich, tut mir leid. Immer treu. Immer treu, was? Beim Kappen des Seils galt das wohl nicht. Da ist er. Oh, Scheiße! Was ist los mit ihr? Sie ist infiziert! Sie wird zu einem dieser Dinger. Warum ist sie jetzt hier? Sie braucht Hilfe! Ihr hilft nichts mehr! Sie sollte nicht hier sein! Stimmt! Wir müssen... Warte! Besorgt! Sie braucht Hilfe! Rebellisch! Das entscheidest nicht du! Du zeigst du nicht! Sie folgen meinen Befehlen! Es ist zu spät, Rach. Wir können sie nicht retten. Das kannst du nicht wissen! Er hat's gehört! Und jetzt auf dem Weg! Genau. Was zum Teufel, Eric? Besorgt! Tu das nicht, Jason. Ich sage lieber nichts. Ich weiß, man könnte sie irgendwie retten, aber ich weiß nicht wie. Eliminiert sie. Sie bringt es noch um. Nein! Festhalten! Lass mich los! Nein, der Stolperfall ist ja noch da. Nein! Sie ist wahrscheinlich besser so. Sie war doch längst tot. Hätten Sie Joys Zustand gesehen, würden Sie verstehen. Gut aktualisiert. Clarice wurde von Jason erschossen. Rachel half Christian auf Abgrund zu überqueren. Keine Mätzchen mehr! Reißen Sie sich zusammen! Oh, pass auf, das ist noch eine Stolperfalle! Leute! Rückzug zum Haupttempel! Ich warte gerade auf Quicktime-Event. Was? Sie lebt? Ach, das ist scheiß da. Ja, was machen wir jetzt? Die sind doch schon drin! Hier kommt niemand mehr rein! Egal, was auf der Einladung steht! Der Ball geht jetzt schnell!
4 von denen, mindestens. Shit. Gibt es hier Minen? Leider nicht ausreichend. Was? Was ist los, Eric? Fuck! Diese Dinger wollen wirklich unbedingt hier rein! Ja, wollen sie! Wir brauchen den Generator sofort! Sonst sind wir am Arsch! Haben wir noch ein bisschen zurückhalten. Die wollen hier rein! Sie wird nicht halten! Das ist ein Fahrlicht! Das tötet sie! Das ist unser Haus! Wir bestimmen! Komm schon! Du hältst Stand! Wer hat den Wichser nicht auf? Und versucht zu fallen, sich zu nehmen. Oh, Scheiße. Sie brechen durch. Die Dinger sind schlimmer als Ratten. Was ist Derek? Jetzt sind wir wieder Rachel. Nein! Fuck! Das kann doch nicht wahr sein! Fahrzeug nicht vorbereitet. Maschinengewehr? Nein, du bleibst durch. Es ist Zeit für den Rückzug. Jemand was dagegen? Nimm das Scheiß zu faulig. Juhu, das ist ja deine Tasche. Sie brechen durch die Grenze. Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit. Komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte. Ja, was? Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter. Runter? Da geht's nicht raus. Checkst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle Mann, los zum Astor. Okay. Los, los zum Tor. Was steht da so rum? Lauf! Zurückziehen, feuern. Wir feuern. War jetzt nicht deine beste Idee, Rach. Ach scheiße, das Ding ist ja leer. Fuck. Komm schon. Ja, es läuft doch. Feuer ist alles rot. Gut so, gut so. Aber pass bitte auf. Wenn nicht, hast du stirbst. Oder seine andere trifft. Was alle? Treff aufs Gewehr. Feuer! Da war doch was mit Nick und Eric. Eine Tafel. Das weiß ich noch. Nick könnte jetzt sterben. Und Eric muss wahrscheinlich die Lampe holen. Okay, safe. Achtung, hinter dir vielleicht. Die Minen. Okay, immerhin ist Rachel nicht da reingelaufen. Eric, Opferkammer.
höre sie. Fuck, was ist mit dem Puls jetzt? Weil das kann ich nicht. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Wir sollten weitergehen. Ich sehe alle, gut. Das sind. Nein, das ist der andere Wichser. Rechts von uns. Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. Harkun, Fekra Wesha. Die mich von der Kent hat das. Du auch nicht. Gut so, gut. Nur ein Mox. Wag es, Pisser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Was, Ahban? Klappe! Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Was denken Sie, Colonel? Ich würde nicht. Sie entscheiden, Colonel. Befehlt. Fesselt sie. Wieder treiben. Wir brauchen sie. Es also schaffen wir sie mit uns nehmen. Sie können uns noch helfen. Wir brauchen sie. Sie sind der Feind, Nicky. Arbeiten wir zusammen. Ja. Das ist der einzige Weg. Notfalls können sie halt vorfahren. Notfalls nehme ich Salim nach dem Leben. Er ist nett. Ist er da? Wir müssen die Tür öffnen. Der nimmt ein Schutzschild. Warum steht ihr da herum? Helf! Denk nicht einmal dran. Fuck, Jason! Der Feind des Feindes ist unser Freund! Los, komm schon, Mann! Eben! Jetzt auch wieder so. Scheiß drauf! Shit! Ihr habt Schläge mit schlimmeren Problemen. Scheiße! Los! Da kommen bisher drei Leute. Mach die Scheiße auf. Ja, geht doch. Ja, komm, geht. Eric, Opferkammer. Ist das alte Jenkins? Der das alte Dawn? Willkommen am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Oh, Scheiße. Überlebe den Angriff. Ich vertraue kein Sonnenlicht oder UV-Strahlen. Das weiß ich noch. Fuck! Nein! Clarice! Er schießt sie. Du hast keine Wahl. Ehrlich gesagt, hat es verdient. Okay. Was? Das Clarice, das ist es. Das heißt es. Sie lebt. Nein!
Als der aus dem Intro. Gewehr. Das Gewehr. Shit. Shit. Nein, nein. Salim, bitte. Ich will nicht verlieren. Gut, gut, gut. Was ist der nächste? Das ist Rage. Nein! Schieß doch! Wie? Eine der Kreaturen trieb Rage in den Katakomben in die Enge und infizierte sie. Fuck! Was? Schieß doch einfach! Oder fahr nicht, das hilft. Nick wurde verletzt. Scheiße. Nein, Eric! Fuck, fuck, fuck! Okay. Das ist Eric. Komm schon! Jetzt scheint es zu fahrlich. Was ist los? Was? Da. Und weg. Ich bin ehrlich. Ein Opfer hat mich nicht stört. Und ich wusste, es war eine gute Idee, aber leben zu lassen. Weil ich wusste, irgendwann kam ich schon ins Opfer. Er hat am Anfang geschossen, weil jetzt einer tot. Gut, Rachel ist infiziert. Leider. Es ist so still. Jason. Leg dich nie mit einem Marine an. Ja. Salim, Katakomben. Was hast du da? Ein Feuerzeug? Auslaufen, stehlen. Ich labere erstmal auf. Nein. Er ist freundlich. Was zur Hölle? Beweg dich ja nicht. Ganz ruhig, Jason. Der Scheiß hier geht auf euch. Ohne euren Hinterhalt wären wir gar nicht erst hier. Beruhigend. Ich wollte dir nichts Böses, Rebellsch. Ihr habt den Krieg angefangen. Ich wollte dir nichts Böses. Ich will dir wirklich nichts Böses. Ich schwör's. Er will nur zu seinem Sohn. Ich bin der mit der Knarre. Ich hätte dich sterben lassen können. Im Ernst. Ich bin froh, einen Menschen zu sehen. Dieter. Vorsicht, wir können wenigstens Verbündete sein. Wir kämpfen gemeinsam. Dein Freund meinte,
Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das stimmt nicht immer, aber wir überleben nur, wenn wir zusammen kämpfen. Das Schwert und der Schild. Ja. Wie Prolog. Bisschen arg geschwollen. Aber gut. Gut aktualisiert. Salim entkam dem Amerikaner und fand wieder zu Dar. Jason und Salim freundeten sich in der Katakomben an. Gut. Gut. Das ist sehr gut. Und wie es bei den zwei weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge von House of Ashes. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao!